So, schönen guten Morgen. In der nächsten, guten halben Stunde schauen wir uns die neuen Baustatikmodule, die im Prinzip seit der letzten Hausmesse bei uns im Programm dazugekommen sind, an und werfen auch noch einen Blick auf einige Erweiterungen, die jetzt nicht in den Vorträgen von Herrn Oehlenschläger Platz gefunden haben. Wir haben hier insgesamt wieder neun neue Module. Im Prinzip aus allen Fachbereichen, Stahlbeton, Holzbau, Stahlbau, und auch ein allgemeines Modul, nämlich das S029 Profilmaker einfügen. Das S029 ist ein Programm, das arbeitet im Prinzip wie das S019 für Mikrofi oder wie das S020 für Vicado. Man kann mit diesem kleinen Modul eben den Profilmaker in die Baustatik einfügen. Man kann die Ausgaben in das Baustatikdokument anlegen und man kann eben auch neue Profilmaker-Modelle bzw. neue Profile direkt aus der Statik erzeugen. Der Profilmaker ist ein Programm, das ist ein Finite-Elemente-Programm, da können Sie beliebige Querschnitte in Stahl oder Aluminium vorgeben und können die dann in Ihren Stammdaten speichern. Also können dann im Prinzip die Querschnittswerte mit berechnen oder auch Spannungsnachweise führen. Das Modell 387.de, der Stahlbeton-Nebenträgeranschluss, kann unterschiedliche Positionen nachweisen, vom Typ her einmal Nebenträger an Hauptträger und Platte an Hauptträger. Die Anschlussart kann einseitig oder zweiseitig erfolgen. Also es können auch auf zwei Seiten Nebenträger angeschlossen sein. Und die Definition der Höhenlage erfolgt über die Vorgabe oben bündig, unten bündig oder dann über einen Wert, wenn er mitten irgendwo in der Mitte angreift. Die Belastung ist relativ einfach. Es handelt sich um Nebenträgeranschluss, also brauchen wir die Auflagerkraft des Nebenträgers als Belastung auf den Hauptträger. Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten, die Bewehrung anzuordnen. Das einfachste ist, also die Aufhängebewehrung anzuordnen, sie direkt im Kreuzungsbereich der beiden Träger anzuordnen. Man kann sie aber auch in den Hauptträger auslagern oder auch ein Stück in den Nebenträger auslagern. Das Ganze führt dann dazu, wenn ich auslagere, braucht man auch noch eine Horizontalbewehrung im Hauptträger oder auch im Nebenträger. Das Programm bemisst das entsprechend, gibt die Aufhängebewehrung aus, gibt die Horizontalbewehrung aus und als Ergebnis bekommt man eine Bewehrungsskizze mit den entsprechenden Verankerungslängen angegeben. Die Hintergründe zur Berechnung dieses Details, das werden wir heute Nachmittag auch sehen. In dem Vortrag Stahlbeton Detailnachweise. Da gehe ich dann mal genauer auf dieses Modul mit ein. Das gleiche gilt auch fürs nächste Programm, die Stahlbeton-Endverankerung. Wir können den Verankerungsnachweis am Trägerende mit diesem Modul führen. In der Regel für die untere Längsbewehrung. Das können wir für Stahlbetonträger, aber auch für Spannbettbinder nachweisen. Die Eingangsgrößen sind die Querkraft am Auflager und das maximale Feldmoment. Aus der Querkraft am Auflager wird die zu verankernde Zugkraft berechnet und die hat einen Maximalwert, nämlich das Maximalmoment durch Z, M durch Z. Mehr höher braucht man hier den Wert nicht setzen. Deswegen fragen wir auch das Moment an der Stelle ab. Das Programm arbeitet so, dass man zunächst mal seine Längsbewehrung im Auflagerbereich lagenweise vorgeben kann, mit unterschiedlichen Durchmessern, mit unterschiedlichen Stabanzahlen je Lage. Und man hat auch die Möglichkeit, unterschiedliche Endausbildungen des Stabstahls je Lage vorzugeben. Der Nachweis der Endverankerung wird dann dadurch geführt, dass man zunächst die zu verankernde Kraft bestimmt, das FED, und dann für jede einzelne Lage, für jede Bewehrungsverlegung eben mit der vorhandenen Verankerungslänge und der erforderlichen Verankerungslänge die Kraft bestimmt, die diese Bewehrungslage aufnehmen kann.
Und wenn die Summe dieser Kräfte größer als die zu verankernde Kraft ist, dann gilt der Nachweis als geführt. Also man summiert einfach die einzelnen Auflagerkraftanteile auf. Falls die Verankerung erstmal mit solchen einfachen Möglichkeiten nicht gewährleistet ist, gibt es auch die Möglichkeit, Schlaufen oder Steckbügel zuzulegen. Und das ist eigentlich, also die Schlaufenzulage zu einem geraden Bewährungsstab, das ist die effektivste Art, um in schwierigen Situationen, wo ich wenig Verankerungslänge zur Verfügung habe, doch noch die Verankerung sicherstellen zu können. Dann haben wir das Modul 706.de, den Stahlbeton-Scherbolzen. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal mit angeschweißter Stahlplatte, wie hier auf der Grafik zu sehen, aber auch ohne angeschweißte Stahlplatte. Der Scherbolzen dient der Verbindung von Fertigteilen. Man verbindet zum Beispiel Träger und Stütze miteinander, muss eine Lagesicherung gegen Querkraft sicherstellen und so für solche Situationen ist dieses kleine Modul vorgesehen. Der Scherbolzen kann entweder aus Betonstahl bestehen oder aus einem Gewindestab. Und die Bewährung, die wir mit anrechnen können, die dient dem Zweck, kleinere Randabstände zu ermöglichen. Also es gibt ja Mindestrandabstände, die wir einhalten müssen. Wenn wir die unterschreiten, kann man noch bis zu gewissen Maße durch die Anordnung einer Schlaufenbewährung oder bei flächigen Bauteilen einer Mattenbewährung eben die zulässigen Randabstände verkleinern. Das Programm weist die Tragfähigkeit des Betons nach und die Tragfähigkeit des Stahls, also immer gegenübergestellt, vorhandene zu zusätzlicher Kraft, jeweils Scherkraft und eben auch die Randabstände. Und in dem Ausschnitt hier sehen wir, dass der vorhandene Randabstand kleiner als der erforderliche ist, zunächst mal. Und durch die Fußnote kann man erkennen, dass das Ganze dann mit einer Schlaufe als Rückhängebewährung gesichert wird. Das heißt, der Nachweis dann auf die Art und Weise wieder geführt wird. In einer weiteren Ausgabe sieht man dann auch, welche Schlaufe gebraucht wird, die wir dann auch entsprechend bemessen. Mit dem Modul 708.de können wir Dübelverankerungen rechnen. Hier gibt es zunächst mal unterschiedliche Montagearten. Die bündig montierte Ankerplatte ist der Standardfall. Dann kann man die Ankerplatte aber auch auf Abstand montieren. Oder man kann auch ohne Ankerplatte einen einzelnen Dübel nachweisen. Wir müssen den Verankerungsgrund kennen, also Betonsorte, Bauteildicke, Randabstände nach jeder Richtung. Und wir müssen die Anordnung der Anker festlegen. Man kann dann die Belastung auf das System vorgeben. Wir haben in jeder Achsrichtung jeweils Momente und Kräfte. Das heißt, wir haben sechs verschiedene Schnittgrößen, die wir aufbringen können. Das Modul verteilt dann die Kräfte auf die einzelnen Anker und weist jeden Anker separat für sich nach. Die Anker selber können Metalldübel sein oder Verbunddübel. Also die Verbunddübel, das sind die Klebeanker, die Metalldübel sind die anderen, die Spreizanker und welche Bauform es auch immer gibt. Wir haben drei Hersteller im Programm, Fischer, Hilti und Würth, von denen jeweils eben die Programme. Und sie wählen zunächst mal einen Ankertyp aus, können Durchmesser festlegen und eine Verankerungstiefe, dann kriegen sie den berechnet. Das ist die eine Variante, wenn man vielleicht was Bestehendes nachweisen will, wenn man den Anker schon vorher kennt. Die nächste Variante ist, man stellt den Durchmesser auf automatisch zum Beispiel und lässt das Programm dann automatisch den kleinstmöglichen wählen. Der fängt dann in der Reihe unten an und geht nach oben und sucht den kleinsten Anker, der funktionieren würde. Und ja, die noch eine sehr interessante Variante ist, auch mehrere Dübeltypen nacheinander bemessen zu lassen. Sie können das mehrfach machen, können diesen Dialog mehrfach aufrufen und können in einer Position die Anker mehrerer Hersteller vergleichend nachweisen lassen. Sieht man jetzt hier so einen Ausdruck, da habe ich exemplarisch mal einen von Fischer, einen von Hilti und einen von Würth genommen.
Sie haben in einem Rutsch gleich alle drei Typen abgedeckt. Es ist ja öfter mal der Fall, dass man sich für einen entschieden hat und dann sucht sich die Baustelle genau den anderen aus, weil der irgendwie auf dem Markt günstiger zu haben ist. Ich halte die drei Hersteller alle für mehr oder weniger gleichwertig, deswegen kann man da ruhig mal vergleichend bemessen. Es kann dann auch mal passieren, dass der eine Durchmesser natürlich kleiner ist als der andere vom Hersteller. Dann würden Sie entsprechend auch zwei unterschiedliche Bilder gezeichnet bekommen. Die Nachweise, die wir führen, werden alle nach der Richtlinie ETAG 001 Anhang C geführt. Das ist die Richtlinie, die im Prinzip das Bemessungsverfahren festlegt, also welche Nachweise haben wir zu führen. In den Zulassungen der Hersteller stehen dann jeweils die Grenzwerte, mit denen man in dieses Verfahren reingehen kann. Ja, und die einzelnen Nachweise sind Stahlversagen, Herausziehen des Dübels, Betonbruch und Spalten, das sind die Zugnachweise, und dann Querkraft, eben Stahlversagen, Betonausbruch und Betonkantenbruch, und das Ganze natürlich noch als Interaktion dann als letzten Nachweis hinterher. Im Gebrauchstauglichkeitsbereich können wir uns noch die Verformungen der Dübel ausgeben lassen. Also wie weit dehnen die sich und wie weit ziehen sie sich aus dem Bohrloch unter der gegebenen Belastung heraus. Mit dem Modul S406.de können wir Holzstützen aus zusammengesetzten Querschnitten rechnen. Prinzipiell haben wir drei verschiedene Querschnittstypen, einmal den nicht gespreizten Stab, das heißt die Querschnitte, die Sie hier oben sehen, laufen über die komplette Stablänge durch, dann den gespreizten Stab oder den Gitterstab. Das statische System ist zunächst mal eine Pendelstütze. Man kann aber auch die Knicklänge manuell vorgeben, um noch andere statische Systeme zu simulieren. Der nicht gespreizte Stab, da können Sie für jeden Querschnittsteil im Prinzip Material und Querschnitt separat vorgeben. Es muss nur am Ende ein symmetrischer Querschnitt sein. Also unsymmetrische Querschnitte können wir nicht bemessen. Der gespreizte Stab besteht entweder aus zwei oder drei Einzelstäben, die dann mit Binde- oder Zwischenhölzern verbunden sind, in einem definierten Abstand. Der Gesamtquerschnitt ist dann natürlich doppelsymmetrisch. Und der Gitterstab, da haben wir zwei Einzelstäbe, die entweder mit N-förmigen oder V-förmigen Diagonalen verbunden sind. Die Belastung ist einfach eine Vertikalkraft zentrisch am Kopf. Bei dem Positionstyp nicht gespreizter Stab ist es auch noch möglich, Gleichstreckenlasten also quer zur Systemachse mit zu berücksichtigen. Die Nachweise führen wir nach Eurocode 5 Anhang C. Dort ist ein Ersatzstabverfahren hinterlegt, das genau diese drei Stabtypen entsprechend abbildet. Und dieses Verfahren, das dort steht, ist Grundlage für dieses Programm. Also das ist hier genau nachgebildet. Dieses Verfahren berücksichtigt gleich ungewollte Außenmitten und Kriechaußenmitten. Also um diese Geschichten brauchen Sie sich dann weniger zu kümmern. Das steckt dann schon mit drin. Sollten wir einen nicht gespreizten Stab haben, dann können wir auch noch im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Verformungsnachweise führen. Mit dem Modul S680.de können wir geschraubte Stahlrahmenecken nachweisen, und zwar nach der Komponentenmethode. Es gibt hier grundsätzliche Unterschiede in der Konstruktion, nämlich einmal, was wir hier sehen, einen seitlich angeschlossenen Riegel oder eben einen aufliegenden Riegel auf dem Stiel. Die Neigung der beiden St des Riegels ist frei wählbar. Und die Profile, die wir miteinander verbinden, sind grundsätzlich I-Profile. Die können Sie aus den Profilreihen entweder ganz normal auswählen, aus den Stammdaten, oder aber auch Schweißprofile manuell vorgeben, indem Sie einfach die Abmessungen für die Flansche und Stege eingeben. Das Ganze kann noch verstärkt werden, und zwar über die Möglichkeit, eine Stegsteife, also hier eine Stegsteife anzuordnen, einseitig oder zweiseitig,
Stegbleche im Eck flach eingeschweißt anzuordnen. Die können auch ein- oder zweiseitig sein oder eben die Anordnung einer Vute im Eckbereich. Da gibt es auch bei der Vute zwei Varianten. Einmal läuft der Riegelflansch durch, bei der anderen Variante ist er unterbrochen. Kann man sich dann eingabeseitig entscheiden. Wie gesagt, es handelt sich um einen geschraubten Anschluss. Es stehen die üblichen Stahlbauschrauben wie in anderen Modulen dann eben auch zur Verfügung. Hier sehen wir mal das Schraubenbild für einen zweireihigen Anschluss mit der maximal möglichen Anzahl an Schraubenreihen. Sie haben immer die Möglichkeit, die Schraubenreihen frei zu definieren, also die Anzahl der Schraubenreihen zunächst mal festzulegen, aber auch die Abstände der Schrauben untereinander. Für jede Reihe gibt es die Option automatisch, dann wird der Mindestwert gesetzt und zwar unter Berücksichtigung der Montierbarkeit, dass man auch die Schlüsselweiten mit beachtet, dass man die Schrauben auch wirklich einschrauben kann. Man kann das Ganze aber auch manuell noch übersteuern und kann sagen, okay, ich gehe noch einen Zentimeter weiter vom Flansch weg, wenn ich dem Ganzen nicht traue oder wenn ich in einer schrägen Ecksituation bin, wo man noch mehr beachten muss als nur den Durchmesser. Dann kann man die Lage der Schrauben eben manuell beeinflussen. Das Ganze, wie gesagt, entweder zwei- oder auch vierreihig. Die Belastungen, die wir brauchen, sind die Schnittgrößen, die Riegelschnittgrößen und zwar im Prinzip direkt am Eckknoten. Also wenn Ihr Stabwerkprogramm in Schnittgrößen gibt, nehmen Sie die direkt unmittelbar an der Ecke und tragen die ein. Sollten Sie noch äußere Lasten an der Stelle haben, dass da beispielsweise noch eine Attika aufgesetzt ist oder was auch immer, dann kann man die auch noch, also Lasten im Knoten eintragen. Die Nachweisschnittgrößen, die wir dann brauchen, zum Beispiel in der Stütze oder an verschiedenen Stellen im Riegel, bestimmt das Programm dann mit diesen Angaben. Also der Rest wird berechnet. Man muss nur im Prinzip die Situation hier am Knoten genau kennen und vorgeben. Ja, hier sehen wir mal einen Ausschnitt aus dem Eurocode 5. Diese Tabelle, die zeigt, hier sind alle Komponenten aufgeführt, die nachzuweisen sind. Und speziell für diese Rahmenecke sind dann eben die Nachweise, die wir hier in der Liste sehen, geführt. Das sind einmal die Schraubenaufzug, Stirnplatte und Stützenflansch auf Biegung, Trägerstegaufzug, Stützensteg auf Querzugschub und Querdruck, Trägerflansch und Steg oder Vutenflansch auf Druck. Trägersteg auf Querdruck, dann Lochleibung abschweren und die Schweißnähte. Und in der Programmausgabe haben wir das dann auch so geregelt, dass man sich auf diese Tabelle bzw. diese Stellen dann immer beziehen kann. Man sieht eigentlich bei jeder Komponente, die separat nachgewiesen wurde, auf welche Normstelle bezieht sich das Ganze und kann dann nachschauen, wie sich die einzelnen Werte zusammensetzen und berechnet werden. Ja, und dann haben wir noch ein neues Durchlaufträgerprogramm, das U363.de, der Stahldurchlaufträger nach Spannungstheorie zweiter Ordnung. Mehrfeldträger mit Kragarmen für zweiachsige Belastung. Wölbkrafttorsion wird berücksichtigt. Wir können die Auflagerbedingungen in jeder Richtung separat steuern und können sie ja, unabhängig voneinander festlegen. Wir können die Auflage als Federn vorgeben oder eben auch als starre Auflage. Und wir können alle möglichen Lastarten auf den Träger aufbringen. Und bei der Eingabe der Lasten ist darauf zu achten, dass wir den Lastangriffspunkt genau definieren. Wir können den Schubmittelpunkt angreifen lassen, aber wir können sie auch außerhalb des Schubmittelpunkts angreifen lassen, sodass dann aus den vorgegebenen Lasten Torsionsbeanspruchungen resultieren. Wir lassen alle Querschnitte zu, die bei uns in der Worksuite in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Das heißt, alle Querschnitte aus den Stammdaten inklusive L- und Z-Profilen, Z-Fetten hat man ja relativ oft auf zweiachsige Biegung. Und diese Profile kann man dann auch noch durch Drehung und Spiegelung genau in die Lage bringen, wie sie eben im Tragwerk vorliegt. Darüber hinaus können wir auch auf Komplexprofile zugreifen. Das heißt, mit dem Profilmaker können Sie sich irgendein Profil erstellen,
mit einer beliebigen Querschnittsform und können das in dem Programm dann entsprechend nachweisen. Man gibt noch eine Imperfektion vor, das kann man vom Programm automatisch erledigen lassen für die Situation Träger. Dann werden die Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung unter Berücksichtigung der Torsion bestimmt. Also wir sehen hier ein Beispiel eines nicht wölbfreien Querschnitts. Da hat sich ein Wölbimoment eingestellt und entsprechend auch sekundäre und primäre Torsion. Mit diesen Schnittgrößen führen wir dann in den Querschnittsklassen 1 bis 4 einen Spannungsnachweis und damit ist der Stabilitätsnachweis, weil wir ja Schnittgrößentheorie zweiter Ordnung an der Stelle berechnet haben, auch geführt. Also das ist ein vollständiger Nachweis Ihres Trägers. Im Nachweisgrenzzustand der Gebrauchstauglichkeit gibt es auch entsprechende Verformungsnachweise. Dazu passend auch ein Stützensystem mit der gleichen Berechnungsgrundlage des U415.de Stahlstützensystem. Das hat noch zusätzlich die Möglichkeit, Fundamentfedern mit vorzugeben, also automatisch berechnen zu lassen aus den Fundamentabmessungen, aus dem Boden wird eine Feder berechnet, die dann am Stützenfuß angesetzt wird. Für die Querschnitte gilt das Gleiche. Hier sehen wir auch mal so ein gedreht und gespiegeltes L-Profil. So ein L-Profil kann ja 8 verschiedene Lagen annehmen. An Belastung das Gleiche wie beim Träger. Zusätzlich hier noch die Normalkräfte mit Ausmitten irgendwo entlang der Stabachse frei definierbar, um solche typischen Konsolauflagersituationen mit abzubilden. Und ja, die Nachweise sind auch wieder wie beim U363.de mit dem Unterschied, dass hier die Imperfektionen dann für Stützenbauteile automatisch bestimmt werden. Also Sie müssen ja nicht nur die Automatik nehmen, Sie können natürlich auch selbst Imperfektionen festlegen. Und dann werden wieder nach Theorie zweiter Ordnung die Schnittgrößen berechnet und entsprechend nach Methode A der Stabilitätsnachweis geführt. Ja, nochmal ganz kurz zu diesem Stabilitätsnachweis nach Methode A. Was steckt da dahinter? Es gibt eine sehr schöne, ja, sehr schönes Schaubild im Kommentar zum Eurocode 3. Hier ist am Beispiel eines Hallenrahmens erläutert, wie man den Stabilitätsnachweis führen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und davon haben wir uns eben die Methode A ausgewählt und die Programme U363.de und U415.de arbeiten nach dieser Methode A. Unsere beiden Alu-Module U355.de und U408.de im Prinzip auch. Das ist die gleiche Art, solche Bauteile nachzuweisen. Wenn man sich das nochmal rauszieht, diese Methode A, da steht dann eben drin, Querschnittsnachweis mit Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung. Wie gesagt, machen wir. Es sind keine zusätzlichen Bauteilnachweise nach Absatz 6.3 erforderlich, da alle Stabilitätseffekte durch die räumliche Tragwerksberechnung erfasst werden. Abschnitt 6.3, das ist die Stelle, an der das Biegeknicken, Biegedrillknicken, diese Formeln, die wir zum Beispiel aus den Schneider-Bautabellen kennen, geregelt sind. Also da sind die ganzen Ersatzstabverfahren abgebildet. Da stellt sich natürlich die Frage, wann kann ich mit der Methode A rechnen? Das ist relativ simpel, immer. Das ist ja eine allgemeine Methode. Viel interessanter ist die zweite Frage, wann muss ich damit rechnen? Immer dann, wenn die Stabilitätsnachweise nach 6.3 nicht möglich sind. Das heißt, wenn die Ersatzstabverfahren ihre Randbedingungen, es ist ja ein Ersatzstab, da gibt es irgendwelche Randbedingungen, dass ich die einsetzen darf, wenn die nicht eingehalten sind. Und da gibt es einige Beispiele dafür. Das erste ist, sobald Sie planmäßige Torsion haben, können Sie kein Ersatzstabverfahren mehr rechnen. Wenn Sie sich an die Gleichung erinnern, das ist ja im Prinzip normaler Spannungsnachweis, N durch A plus die beiden Momente M durch W mal irgendwelche Faktoren, jeweils Abminderungsfaktoren bei den Spannungen oder auch bei den plastischen Schnittgrößen multipliziert. Und sobald aber Torsionsanteile kommen, da nicht vor. Aber das heißt ja nicht, dass Bauteile, die unter Torsion stehen, solche Versagensmechanismen nicht haben können. Ganz im Gegenteil, da kann es ja umso früher passieren. Also sobald Sie planmäßige Torsion
im System haben, müssen Sie eigentlich auf Methode A zurückgreifen. Oder beim Knicken und Biegeknicken, wenn Sie Querschnitte haben, für die in den Knickspannungslinien einfach nicht enthalten sind. Typisches Beispiel hier wäre der Aluminiumbau mit den ganz komplexen Querschnittsformen, die es da gibt. Da finden Sie ja gar keine Knickspannungslinie. Beim Biegetillknicken ist es sogar so, dass nur I-Querschnitte im Eurocode behandelt werden, alle anderen Querschnitte gibt es nicht. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen Querschnitte von dieser Versagensform nicht betroffen werden. Das kann da ganz genauso passieren. Und deswegen muss man in solchem Fall dann eben auf die Methode A zurückgreifen. So, das war's zu den neuen Modulen. Jetzt gibt es noch eine kurze Zusammenfassung einiger Erweiterungen in der Baustatik. Zunächst mal, der Umgang mit Erdbebeneinwirkungen hat sich geändert. Es gibt jetzt Untereinwirkungen nach Richtungen getrennt, X, Y und Z-Richtung, in der jeweils angelegten Erdbebenhaupteinwirkung, ähnlich dem Windlast. Da kann man ja auch die einzelnen Untereinwirkungen. Das hat den Vorteil, man muss ja immer senkrecht zueinander stehende Erdbebenbelastungen miteinander kombinieren. Wenn wir wissen, die gehören zusammen, die gehören zu einer Hauptanregung, dann können wir die nach diesen Regeln im Eurocode automatisch kombinieren. Das ging bisher nicht automatisch, musste man selber machen. Das jetzt enthalten in allen Modulen, die Erdbeben entsprechend rechnen können. Dann haben wir das Modul S031.de, die Wind- und Schneelastermittlung erweitert, um die freistehende Wand. Es gibt bisher schon eine ganze Reihe an Gebäudeformen, die wir rechnen können. Jetzt eben eine mehr. Die Vorgabe der Wandabmessungen. Also wir brauchen die Wandabmessungen, Wandlänge, Wandhöhe, die Lage der Wand. Also die Unterkante der Wand bis Oberkante Gelände, der Abstand, zum Beispiel wenn man eine Attika rechnet oder sowas, die muss ja nicht unbedingt auf dem Boden aufgelagert sein. Die Wand kann Öffnungen haben und es kann sich um eine abgewinkelte Wand handeln. All diese Fälle sind berücksichtigt. Wir kriegen dann die üblichen Ausgaben mit den Dokumentationen, erstmal der Randbedingungen und Eingaben der unterschiedlichen Windzonen der Wand, vermaßt A, B, C und dann entsprechend eben die Windbelastungen als Sog- oder Druckwerte je nach eingegebenen System. Also die beiden Richtungen in dem Fall entstehen dadurch, dass es eine abgewinkelte Wand war, die eingegeben wurde. Wenn Sie eine gerade Wand vorgeben, dann haben Sie entsprechend nur eine Windlastrichtung zu berücksichtigen. Das Modul 811.de wurde mit mehreren Erweiterungen versehen. Das eine ist die Ermittlung des Aussteifungskriteriums, sprich Labilitätszahl, kann das Programm jetzt automatisch berechnen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, die Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung näherungsweise mit dem Programm zu rechnen, wenn die Labilitätszahl eben dann entsprechend überschritten ist. Die Hintergründe hierzu kommen heute Nachmittag in meinem zweiten Vortrag Fit für den Eurocode. Da gehe ich mal ganz genau auf dieses Thema ein. Weitere wichtige Erweiterung ist die Detailübernahme für Mauerwerk- und Stahlbetonwände. Wir haben ein neues Eingaberegister, Eingabekapitel Detail. Da können Sie dann die Stahlbetonwände einen Detailnachweis für die Module 442, 443 und für die Mauerwerkswände 420 und 421 generieren lassen. Das heißt, wenn Sie diesen Nachweis dann durchführen, oder diesen Detailnachweis, dann wird Ihnen eine Position generiert, die die Abmessungen hat, die Sie im 811 ja schon vorgegeben haben. Im 811 kennen wir die Wandlänge, die Geschosshöhe. Sie haben das Material drin, Sie haben den Querschnitt drin und Sie haben die Last drin. Also Sie haben im Prinzip fast alle Angaben, die Sie brauchen, um eine Wand zu bemessen, indem Sie hier auf den Detailnachweis klicken. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Vertikallasten. Auch da haben wir die Übergabe aus Plato zum Beispiel, das das ja sehr schön liefern kann, verbessert. Da gibt es auch eine direkte Eingabe der Vertikallasten. Das sind dann
fast nur noch 2 Klicks, wenn Sie so eine Wand bemessen müssen. Es ist sehr schnell, sehr einfach und durchgängig geworden. Weitere Verbesserungen haben wir in der Eingabe der Polygone vorgenommen. Bisher war es so, dass Sie also wenn Sie einen Kern rechnen wollen, einen Polygonzug vorgegeben haben. Jetzt macht man so, wir geben erstmal alle Wandabschnitte separat vor und verbinden die dann hinterher. Könnte man sagen, ja, ist ja ungefähr das Gleiche. Warum macht man das? Der Vorteil liegt in der Variantenrechnung. Sie können jetzt ganz leicht einfach mal ein paar Wände zusammenhängen oder wieder trennen, ohne Ihre Eingabe ändern zu müssen. Die einzige Eingabe, die Sie ändern, Sie nehmen hier einen Haken weg oder setzen ihn. Bis zur 2018 war das ja getrennt. Da mussten Sie dann das ganze Polygon weglöschen, dann die Wände eingeben oder umgekehrt die Wände löschen, das Polygon eingeben. Das ist jetzt einfach eine schnellere Art und Weise, zwischen zwei Varianten mal Untersuchungen zu machen. Ja, und wir haben jetzt ein Kapitel Materialquerschnitt. Wir legen für jede Wand jetzt konkret fest, aus welchem Stahlbeton oder aus welchem Mauerwerksmaterial sie besteht. Das brauchen wir für zwei Sachen. Einmal für das Ausstreifungskriterium, dort brauchen wir ein E-Modul als Eingangswert. Bis zur Version 2018 haben wir mit Verhältniswerten der E-Moduli gerechnet. Jetzt rechnen wir eben mit echten E-Moduli. Und wir brauchen es auch für die Detailübergabe zu den Bemessungsmodulen. Dann wollen wir ja schon festlegen, aus welchem Material bestehen bestimmte Wände. Ja, und die letzte Änderung ist die Anpassung der Windlastfälle. Wir müssen in dem Programm haben wir eine automatische Windlastermittlung und auch eine automatische Berücksichtigung des exzentrischen Windlastangriffs. Das war bisher geregelt in unterschiedlichen Einwirkungen, die hießen QKW 00P, 00N und 00Z, also für positive Ausmitte, negative Ausmitte und zentrischen Lastangriff. Das haben wir jetzt geändert, indem wir das Ganze als Lastfall abbilden. Also wir haben keine eigene Einwirkung mehr, sondern wir haben einen eigenen Lastfall und übergeben dann die Min-Max-Werte aber in dieser Haupteinwirkung. Das heißt, wir haben an der Stelle eine Ausnahme abgeschafft und das erleichtert dann die Übernahme in die folgenden Programme, weil wir hier eben keine Sondereinwirkung mehr haben, sondern uns ganz normal im Kontext befinden, wie wir es aus den anderen Programmen auch kennen. Ja, hier sieht man nochmal unseren neuen Übernahmedialog exemplarisch, auch in dem Programm 811.de. Das profitiert natürlich auch besonders von der Übersichtlichkeit des neuen Dialogs. Wer sich an den alten Dialog erinnert, das war nicht ganz einfach, die richtige Komponente zu finden. Das gelingt hier wesentlich einfacher. So, im Holzbau haben wir zwei neue Werkstoffe eingeführt, das Steico LVLR und das Steico LVLX. Das LVLR hat alle Fasern parallel zur Haupttragrichtung und eignet sich damit für stabförmige Bauteile. Das LVLX hat 20% der Fasern quer zur Haupttragrichtung und eignet sich damit für Platten- oder Scheibenbeanspruchung. Wir finden die beiden Werkstoffe in unserem Materialauswahldialog unter Furnierschichtholz an der gleichen Stelle, wo wir bisher Kerto S und Kerto Q finden können, auch in den gleichen Modulen. Also überall, wo vorher Kerto war, ist jetzt zusätzlich auch Steico noch zur Auswahl vorhanden. Dann haben wir die Holzschrauben in unseren Stammdaten neu geregelt. Zunächst mal haben wir die Programme, die wir hinterlegt haben, modernisiert. Wir haben jetzt die Hersteller Würth und Spax mit ihren aktuellen Schraubenreihen eingebaut. Wir können jetzt auch kleinere Durchmesser, das war von vielen ein Wunsch, weil das erst mit relativ großen Durchmessern angefangen hat. Es geht jetzt runter, glaube ich, bis 3,5 mm. Also wir haben sehr breites Programm angelegt und wir haben die Stammdaten zugänglich gemacht, sodass Sie jetzt hier auch eigene Schraubentypen mit definieren können, wenn Ihnen die von uns vorgegebenen Schraubenreihen nicht ausreichen. Sie müssen dabei auf Folgendes achten. Wir haben mehrere Tabellen hinterlegt, Würth, Spax und eine Standardschraube nach Norm. Je nachdem, in welche Tabelle Sie eintragen, ist festgelegt, nach welcher Berechnungsgrundlage gerechnet wird.
Also Standardschraube nach Norm heißt, wir rechnen nach Eurocode 5 mit den dort angegebenen relativ konservativen Regeln. Wenn wir dann in die Tabellen der Hersteller gehen, dann rechnen wir nach Zulassung der Hersteller. Die lassen oftmals etwas höhere Kräfte zu und auch geringere Abstände der Verbindungsmittel untereinander und auch Randabstände. Und das ist meistens wirtschaftlicher, eben so eine Herstellerschraube zu nehmen als eine Standardschraube nach Norm. Können Sie dann entscheiden, wenn Sie bei einer Schraube wissen, die hat die gleichen Regeln im Prinzip wie wird, dann tragen Sie damit ein. Wenn sie anders sind und Sie es nicht genau wissen, dann können Sie immer noch nach Norm an der Stelle rechnen. Das Modul S820.de, Holzaussteifungssystem mit Windlastverteilung, hat als Erweiterung mehrere Geschosse jetzt bekommen, ähnlich wie es 811.de. Bisher konnten wir nur ein Geschoss mit Trempel und Dach. Jetzt können wir auch beliebig viele Geschosse vorgeben. Und auch hier haben wir die Windlastfälle ähnlich wie im 811.de angepasst und behandeln die als Windlastfälle, den positiven, negativen und zentrischen Lastangriff. Es gibt an der Stelle keine Sondereinwirkung mehr, so wie es bis zur Version 2018 der Fall war. Ja, nochmal exemplarisch auch hier der Übernahmedialog. Hier gilt das gleich wie beim 811. Man findet sehr viel schneller die Komponente, die man sucht. Ja, damit wäre jetzt der Vortrag inhaltlich abgeschlossen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.